So, herzlich willkommen, lieber Skorpion. Ich möchte einmal für dich schauen, was der Mai schon energetisch für dich bereithält mit den Karten. Ich habe mir dazu das Legesystem, das Keltische Kreuz rausgeschrieben und dann werden wir mal schauen, was wir da sehen, was da für eine Thematik bei dir drin sein könnte, wie du damit umgehst. Und ich mische als allererstes einmal die Karten, um ihnen die Gelegenheit zu geben, rauszufallen. So, Skorpion, dein Monat Mai. Hier sind schon eine ganze Menge rausgefallen. Ich lege sie jetzt schon mal so hin, dass ich einen Anhaltspunkt habe, in welcher Reihenfolge die liegen müssen. Okay, da ist genau die richtige Zahl Karten rausgefallen. Da müssen wir mal gucken. Ja, so, fangen wir mal an. Hier bei dem Kreuz, das ist das Thema. Und wir haben hier auf der einen Seite, die Leute sollen zu mir kommen, aber gleichzeitig fahre ich die Stacheln aus. Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Das ist hier, auf der einen Seite möchte ich mich mit Menschen umgeben, auf der anderen Seite beiße ich sie aber auch ganz, ganz direkt weg. Du hast hier mit den neuen Kelchen, hast du hier so eine Energie von einem reichen Kaufmann. Er hat seinen Laden zugemacht und er möchte jetzt gern, dass seine Freunde kommen. Er hat alles vorbereitet. Das ist so ein bisschen, wie wenn man schon vorbereitet auf seiner eigenen Party sitzt und wartet, dass die Gäste jetzt eintreffen. So, gleichzeitig haben wir jetzt aber mit den sieben Stäben, haben wir eine ganz andere Energie. Hier wird ja jemand willkommen geheißen oder man wartet darauf, dass jemand kommt und dann kommt jemand und dann schlägt man die Tür wieder vor der Nase zu. Das ist so ein bisschen der Impuls. Und das ist so dieses, auf der einen Seite warte ich, dass die endlich kommen und auf der anderen Seite, nö, aber vielleicht sind es auch die Falschen, die kommen. Ich weiß es nicht. Es wirkt hier wie eine ganz schwierige und entgegengesetzte Energie. Jetzt schauen wir mal auf das Bewusstsein und da weißt du, irgendwie muss da was geklärt werden. Irgendwie brauchst du ganz dringend eine Klärung. Es kann sein, dass du vielleicht jemanden vermisst, jemanden, mit dem du dich gestritten hast. Und auf der einen Seite wünschst du dir diesen Menschen wieder in deinem Leben, auf der anderen Seite beißt du den gerade weg. Und vermeidest vielleicht auch den Kontakt, vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas ist vorgefallen. Du wünschst dir auf jeden Fall Klärung und du wünschst dir Klarheit. Es kann auch sein, dass sich das hier Thema Liebe entwickelt, ne? Vielleicht ein Partner, der dich betrogen hat, wo das noch nicht so ganz klar ist, ist alles noch so ein bisschen im Nebel, was da passiert ist, was seine Intentionen waren. Auf der einen Seite wünschst du dir, dass er zu dir kommt, auf der anderen Seite beißt du ihn aber auch gerade weg. So. Jetzt gucken wir mal auf das Unterbewusste und da haben wir eine wahnsinnige Last bei dir, lieber Skorpion. Die 10 Stäbe ist immer so wie so eine Felssteinplatte, die auf deiner Brust liegt und dir die Luft zum Atmen nimmt, ne? So schwer wiegt dieses Thema scheinbar. Ich weiß nicht, ob du das vor anderen Leuten rechtfertigst und immer sagst, nö, nö, mir geht's gut, aber ich würde tatsächlich hier bei dir dir auch eingestehen, dass es dir gerade nicht gut geht und dass es auch wirklich eine belastende und schwierige Situation ist, dass du hier keine Klarheit bekommst, ne? Wie du das auflöst, kann und will ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, so eine Last, die passiert eigentlich nur über einen kurzen Zeitraum. Die ist meistens über ein paar Tage begrenzt und danach geht's wieder. Also gerade Gefühle, das ist was sehr Unbeständiges. Die sind wie Gäste, die kommen und die gehen wieder. Aber diese Last ist auf jeden Fall bei dir da. Jetzt haben wir hier in der Vergangenheit, haben wir hier irgendwie einen Abschied, irgendwas hat sich totgelaufen, irgendwas ist schwierig gewesen. Das Ding bei dem Tod ist immer, dass da irgendwie plötzlich etwas Platz macht in deinem Leben für was Neues. Und auf der einen Seite ist das, wenn das natürlich ein Streit oder eine Krise ist, ist das was sehr Gutes. Aber häufig verlassen uns auch Dinge, die wir eigentlich sehr gerne mochten und bei denen wir eigentlich nicht wollten, dass sie weggehen. Ne? Das ist hier so bei dem Tod. Er reitet aber tatsächlich hin zum Licht. Also er reitet aus der dunklen Nacht hin zum frühen Morgenlicht, sodass er dann von Tod und Verwesung wieder hin zur Lebendigkeit kommt. Ne? Das Ding ist aber, es fühlt sich häufig nicht so an. Das ist immer so, gerade bei Trennungen, da hat man das Gefühl, okay, jetzt wird mir die Lebensgrundlage unter den Füßen weggezogen und es fühlt sich noch nicht so an, als ob das jetzt irgendwie die Sonne wieder scheint. Aber irgendwann scheint die Sonne wieder und dann merkt man, alles klar, das war richtig und gut, dass sich diese Beziehung totgelaufen hat. Was das bei dir ist, weiß ich nicht. Es könnte wieder alles Mögliche sein. Nahe Zukunft, Herzschmerz und verregnete Tage. Okay. Ja. Ich glaube, dazu muss ich gar nichts sagen. Die Karte spricht für sich, ne? Das Herz ist durchbohrt, das Herz ist gebrochen, das Herz schmerzt. Wir haben hier Gewitterwolken im Hintergrund. Es nieselt und schüttet wie aus Eimern, ne?
Das ist so die Stimmung, die dich in der nahen Zukunft erwartet. Ich glaube aber nicht, dass sie von langer Dauer sein wird. Ich weiß nicht, also das ist tatsächlich so ein bisschen dieses, also es geht dir auf jeden Fall nicht gut in dieser Legung, ne? Auf wen auch immer das hier zutrifft. Nochmal einmal vorweg. Das sind hier alles allgemeine Legungen. Das wird hier nicht auf jeden zutreffen, ne? Aber wer sich angesprochen fühlt, der weiß, wovon ich rede. Das Ding ist halt, was ich hier sehe, ist, dass hier keine Klärung reinkommt. Irgendwie wird die auch nicht fokussiert. Auf der einen Seite muss man sich mit dem Menschen auseinandersetzen, um Klärung zu bekommen, aber das will man auch irgendwie gar nicht. Oh, ganz schwierige Energie. Jetzt gucken wir mal auf die Einstellung und ja, Prüfung. Das ist eine typische Prüfungskarte. Ich muss mir überlegen, wie ist das dazu gekommen und was tue ich? Na, das ist eine ganz klare Einstellung und irgendwie würde das dann auch mit zur Klarheit führen. Aber auf der anderen Seite, du musst dich wahrscheinlich hier mit jemandem auseinandersetzen und der muss dir erklären, warum, wieso, weshalb. Und auch das gehört zur Prüfung dazu. Jetzt gucken wir mal auf dein Umfeld. Oh, das Umfeld hat noch mehr Infos. Uiuiui. Okay, was auch immer das ist, das wirkt hier gerade richtig schwierig und ich habe hier viel zu viele Stäbe, als dass ich könnte gerade Kopfschmerzen kriegen, muss ich sagen. Wir haben hier ganz viele Stäbe, wir haben hier ganz viel Potenzial auf abgebrannte Brücken, dass hier wirklich Beziehungen komplett in die Grütze gehen. Sehr wenig Schlichtungspotenzial, sehr viel. Viele verworrene und schwierige Energien, viel Streit und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, auf der anderen Seite ist es auch so eine Ambivalenz bei dir hier drin, ne? Auf der einen Seite wünschst du dir diesen Menschen zurück, auf der anderen Seite soll der wegbleiben, ne? Und dann kommt jetzt auch noch das Umfeld und bringt noch mehr Chaos mit rein, indem sie dir Informationen vorenthalten. Es kann aber auch sein, dass sie hier Stimmung machen. Das muss man auch einmal ganz deutlich sagen. Das ist auch so eine typische Karte. Mein Umfeld oder meine besten Freunde fangen jetzt an, über meinen Ex-Freund zu lästern und erzählen mir, dass sie ihn schon, dass sie die Nase schon vor 10 Jahren nicht leiden konnten. So, und die machen hier nochmal Stimmung und rühren in diesem Pott des Chaos nochmal richtig mit. Hoffnungen und Ängste. Ja, noch mehr Stäbe. Noch mehr Stäbe, noch mehr Stäbe. Bei den Hoffnungen und Ängsten hast du Angst, dass es gar nicht mehr weitergeht, dass das hier komplett beendet ist. Auch hier, das ist wieder so eine Perspektive, die eingenommen wird oder beziehungsweise du hast Angst, dich von diesem Thema abzuwenden oder es fallen zu lassen. Das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Du bleibst lieber in diesem ekligen Chaos drin und lässt dein Herz brechen zum wiederholten Male, anstatt dich hier davon abzuwenden. Das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Langfristige Zukunft. Okay, langfristige Zukunft ist tatsächlich eine gewisse Weiterentwicklung. Wir haben hier mit den drei Stäben geht es hier in die vier Stäbe. Das hat was zu tun mit dieser Numerologie, die hier auch sehr, sehr wichtig ist. Und die langfristige Zukunft ist tatsächlich, dass man sich hier auf den Weg macht, dass man woanders hingeht und woanders sein Glück findet. Das hier ist eine Karte, ich treffe jemanden und der berührt sofort mein Herz. Gleich für alle, die Hoffnung haben, dass das hier noch was wird. Nein, auf gar keinen Fall. Hier wurde sich auf den Weg gemacht und hier kommt man nach einer langen Reise zu jemandem, ne? Das heißt hier, diese Karte impliziert eine Reise und einen Abschied von etwas anderem. Das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass der Ex-Partner, der hier so eine Verwirrung ausgelöst hat, dass der einen mit offenen Armen empfängt, auch wenn er mal zwischendurch das andeutet. Ne? Das hier ist nach einer Reise. Und außerdem muss man auch tatsächlich sagen, im Grunde genommen ist die ganze, das Kind ist in den Brunnen gefallen mit dem Tod. Ne? Egal, was ihr hier zu tun habt, egal, was hier gerade schwierig ist bei euch, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Aber was ich hier sehe, ist tatsächlich, dass du in dieser Chaossuppe immer noch rumrührst und immer noch rumrührst und immer noch rumrührst. So, da musst du natürlich überlegen, wie das hier weitergeht. Ich möchte noch mal einmal kurz unter den Kartenstapel gucken. Ja, Thema Liebe. Hier haben wir die Königin der Kelche. Da müssen wir gar nichts weiter zu sagen. Ne? Das ist, scheint hier dein Herzensmensch zu sein, aber es wirkt hier tatsächlich wie eine ganz schwere Beziehungskrise, die ihr, glaube ich, auch nicht mehr gekittet bekommt. Zumindest nicht im Mai. Das muss ich jetzt einmal deutlich sagen. Ja.
Also das hier wird wahrscheinlich auch nicht im Mai passieren. Das ist hier wirklich die langfristige Zukunft, wo das ganze Thema letztendlich irgendwann mal hinführt in den nächsten Monaten, Jahren. Ich habe keine Ahnung, was, ne? Du musst selber entscheiden, wie lange du dich entscheidest, in dieser Chaos-Suppe rumzurühren und wie lange du hier noch dran festhalten möchtest, ne? Wie gesagt, langfristige Zukunft kann sich auch erst in 3 Jahren erfüllen, aber im Moment sehe ich, wie gesagt, du kannst davon noch nicht Abstand nehmen und ja, es belastet dich enorm. Das muss man auch sagen, ne? Und es geht hier um definitiv einen Herzensmenschen. Okay, liebe Waage, oh Mann, die Legung war echt anstrengend. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie du dich dabei fühlst. Wie gesagt, allgemeine Legung kann nicht auf alle zutreffen. Ich wünsche dir auf jeden Fall für die nächste Zeit ganz, ganz viel Kraft. Vielleicht auch Kraft, um den Absprung zu schaffen. Und ja, bis zum nächsten Mal.